alle Schüler der HBL Alenzia, hieß es, gleich nach den Semesterferien zurück auf die Schulbank. Nein, 85 Schülerinnen und Schüler hatten die Gelegenheit, die wichtigsten Einrichtungen der Europäischen Union hautnah kennenzulernen. Bereits zum 9. Mal organisierte Frau Professor Liane Irsiegler im Rahmen des Unterrichtsgegenstandes Politische Bildung und Recht diese Reise nach Straßburg. Im Europäischen Parlament erfuhren die Schüler, wie die Sitzungen und Abstimmungen ablaufen, wo wer sitzt, welcher Aufwand dahinter steckt, damit jeder jeden zumindest sprachlich versteht. Im Plenarsaal des Europarats wurde den Schülern erklärt, dass der Europarat eine eigenständige internationale Organisation ist, die nichts mit der EU zu tun hat. Zwar sind alle EU-Mitgliedstaaten auch Mitglied des Europarats, daneben gehören ihm jedoch noch viele andere Staaten an, die nicht zur EU gehören. Beispielsweise Russland, die Ukraine, Island, die Schweiz, Serbien oder die Türkei. Die angenehmste Art, Straßburg kennenzulernen, ist die Fahrt mit dem Boot auf der Ill. Eine Stunde dauert diese Fahrt und führt vorbei an alten Fachwerkbauten im Färberviertel bis in das Europaviertel. Von der Münsterplattform kann man bei klarem Wetter die ganze Stadt von oben betrachten. Vorausgesetzt, man nimmt den anstrengenden Aufstieg über die enge Wendeltreppe auf sich. Das Programm der Reise beinhaltet auch einiges an Geschichte. Zur sogenannten Maginot-Linie. Das war eine Linie, die die Franzosen erbaut haben, ja, um vom Norden her praktisch Frankreich zu schützen. Die Verteidigungsanlage zur deutschen Grenze wurde nie benutzt, denn sie wurde von den Deutschen bei ihrem Einzug in Frankreich einfach umgangen. Betroffenheit herrschte bei den Schülern bei der Besichtigung des ehemaligen KZ Stubenberg. Wir waren gewarnt worden, wenn einer von euch diese Grenze beschreitet und wie seine Geste des Fluchtversuchs betrachtet. Und in diesem Fall hat der Wachbus einen ausdrücklichen Befehl zu schießen. Und ihr habt aufzupassen, eine Warnung nicht. Jetzt weiß ich, wie das funktioniert, da und runtergegangen. Also wenn ich direkt mitgegangen ist, dann war dort der Bus, was wir zuerst gesehen haben, die was dann die Leute erschossen haben. Also die haben das Schießkommando dann bekommen. Die haben nicht stehen dürfen, das ist vorne gestanden auf dem Dings. Die haben nicht stehen dürfen, nicht liegen dürfen. Die haben da in zusammengekrümmter Haltung gewartet, bis das stirbt. Eine Zeitreise ins Mittelalter wurde auf der im 12. Jahrhundert erbauten Königsburg geboten. Die Königsburg ist eine der wichtigsten Kulturbauten des Elsass und ein bedeutender Zeitzeuge europäischer Geschichte. Unterschiedliche Besichtigungsmöglichkeiten, Events und Aktivitäten werden hier täglich geboten. Dann fangen wir unten an. Der Silvaner, die Produktion ist noch mit so 18%. Die Verkostung der kulinarischen Köstlichkeiten des Elsass stand ebenfalls auf dem Stundenplan. In Obernai wurde in einem großen Winzerbetrieb der Weg von der Traube zum Wein erklärt und in der Bierschule der Brauerei Kronenburg die Erzeugung des Gerstensafts. The first one, beer school, l'école de la bière, just to introduce the ingredients that we need to brew beer. Then we're gonna go outside in the old brew house to explain the industrial brew process. And then the third part will be underground in the old lager cellars of the brewery to sum up the history of beer. Während des gesamten Brauvorgangs eine einwandfreie Qualität zu gewährleisten, ist fester Bestandteil unserer Brautätigkeit. In dem Brasserie Kronenburg kümmern sich fast 100 Mitarbeiter um die Qualitätskontrolle. Sie führen über 1 Million Kontrollen pro Jahr durch. In einem traditionellen Restaurant wurde von Weinbergschnecken über Flammkuchen bis zur deftigen Schlachtplatte alles probiert, bevor es zurück nach Oberösterreich ging, wo die Matura bevorsteht.